Aber nicht bei mir. Das ist nicht verdient. Blutwelle. Schön. Ah, leck mich doch. Toll. So wäre das natürlich nie was. Sehr schön. Pistole Klinger krieg ich? Ich glaube nicht, dass ich so platt bekomme. Wo einfach mir Stampfen gleich ausgeht. Oh, irgendjemand ist nicht mehr stumpf. Okay. Oh Mann. Irgendjemand ist nochmal nicht mehr verstummt. Obwohl ich nicht weiß, wer nicht mehr verstummt ist. Erstmal eine Gruppenheilung. Sicher ist sicher. Nicht, dass er dann eine Flutwelle gleich macht und dann. Aber ich glaube, das hat sich jetzt eh gleich alles erledigt. Ach komm, gehen wir mal auf Risiko. Ha! 31 Büllflatze. Büllflatze. Ich kann keine Erst sprechen, ich bin aus China. Halt, da will ich hin. Achso, ja. Könnt ihr was erkennen, Herr Leutnant? Alexandros! Bleib da! Ein Minas Objekt zwischen den beiden Wachen! Und okay, Kühe, stimmt ganz mein Alarmknopf, Teufelei. Was ist das? Hast du gleich einen Stoßalarm gegeben, sobald man uns das einmal sieht? Allerdings, Gnädigste, müssen hier ganz besonders verhut sein. Ich finde das ganz großartig, Liebster, wie du in den Eck lugen kannst, ohne selbst gesehen zu werden. Ah, okay. Nein, wir wurden gesehen. Alarm, Alarms! Drück den Knopf! Verstärkung herbei! Oh oh. Kann man den überhaupt gewinnen? Also ich weiß gar nicht. Das ist wie der erste. Das ist wie dieser erste unmögliche Kampf. Nur in extrem und in unschaffbar. Ich geh mich mal heilen. Hätten wir das Waschbecken nicht einfach mitnehmen können? Haben die Russen damals auch gemacht nach dem Krieg. Einfach die Wasserhähne rausgerissen und bei sich da reingeschraubt. Hat wunderbar funktioniert. Ich war jetzt gerade schon wieder rassistisch, ne? Ja. Klar bin ich rassistisch. Ich bin ja auch Videospieler. Sind alle rassistisch. Es würde mich jetzt mal interessieren, ob wir diesen Kampf wirklich schaffen können. Aber da sie jetzt erst angreifen, wahrscheinlich eher nicht. Habe ich noch irgendwas, das ich mir irgendwie... nein. Ich habe Bananen. Fürchtet mich, macht meine Bananen, die ich einstecken habe. Sie sind gelb und krumm, weil sie eine Kurve um die DDR gemacht haben. Ah, das ist erlaubter Rassismus. Das darf ich. So. Okay, das schafft man also nicht beides. Doch, das schafft es. So, und jetzt muss ich doch mal probieren, ob... Ja, 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 Alarm, Alarm. Oh, oh. Die mache ich platt. Und zwar mit... Nein, Stampfen 2. Ich brauche eine Gruppenheilung und ich brauche ein flammendes Inferno. Mal schauen, was passiert.
Ja? Doch, läuft doch ganz gut. Ja, ja, also. Gut, man muss aber sagen, das war knapp, ne? Also. Beinahe? Hätte ich gewonnen. Knapper Sieg für die Gegner. Gut gemacht, mein Bester. Die Leitung ist gekappt. Unmöglich, unmöglich, ja, ja. Sag nur immer dasselbe. Halt, stampfen wir jetzt hier, weil wegen, ne? Weil ich noch was gelernt habe, weil ich die Gegner noch getötet habe. Nein! Ah, leck mich doch. Ihr seid voll scheiße, wisst ihr das? So. Euch zeige ich, wer hier der Chef im Ring ist, ne? Halt, nein, stampfen. Hört mir überhaupt meine Tastatur? Ich hoffe es mal. Ich höre sie nämlich. Hat sie den Mist ausgedacht? Wieso macht man sowas? Das ist doch bösartig. Gemein. Mies. Ich will den Alarmknopf nicht kaputt machen. Ich will ihn drücken. Damit ich mal eine nennenswerte Anzahl an Feinden habe, die auch mal Schaden machen können. Och nee. Oh, sie haben überlebt. Gut. Dann ist alles in Ordnung. Ja, ja, Flammen und so. Hier geht's heiß her. Ich bin fast schon lustig. Nein. Hm. Wo sie Kampf so spannend sind. Da habe ich immer irgendwas zum Erzählen. Und ich könnte kotzen. Toll. Und nur. Nur gehe ich sterben. Ah, möglicherweise auch nicht. Vergiftet worden, ey. Doch, jetzt gehe ich sterben. Also gleich. Ja, komm. Ich hasse diese Kämpfe. Das ist unglaublich nervtötend. Ja, ja, komm. Jetzt müssen wir dazu. Ah. Lampe ist entfernt. Oh nein. Fähigkeit, Fähigkeit. Moin. Wie ich diese Wolke hasse. So scheiße. Ich glaube, ich mache auch mal ein Spiel und baue nur solche Gegner ein, die ständig vergiften und einschläfern und stumm lassen. Und dann zwinge ich Real Troll es zu spielen. Boah, so ein endlos langen Weg. Und das tausendmal. Endlos lange Wege sind immer cool. Das ist genauso cool wie Orte, die überhaupt gar keinen Sinn im Spiel haben oder Nutzen erfüllen. Ist auch immer toll. Man muss zwar durchlaufen, aber das war es dann auch schon. Uiuiui. Das war knapp. Ich bin ja nicht verstummt. Verstummt. Geschockt meine ich. Nein, 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 nein. Ui. Das war knapp. Aber wirklich sauknapp. Oder ein Hoch auf Gruppenheilung 4. Das bringt's echt. Die brauche ich jetzt mal nicht. Kann ich mal so drauf schießen? Ist geschockt. Passt. Bin ich dafür. Hm.
Ah. Scheiße. Oh, greif nur normal an. Ein Hoch darauf. Jawohl, noch ein Level. Bin ich dafür. Ui, ui, ui. Haben wir den Kampf endlich hinter uns. Ach, wie ärgerlich. Ich kann nichts erkennen. Ist vielleicht etwas lesen? Ist sogar nicht so hoch. Ein Statue des ersten großen Bürger. Arctanz. Sofern die Namenskartusche richtig deutet. Also eine Erscheinung! Wer weiß, selbst unser heimischer Bildhauer hat eine Übertreibung oder Erhöhung, wenn sie ihre Auftraggeber zufriedenstellen wollen. Wie war er dann gemessen überhaupt in einer Darstellung der Gauklermeister Steckmark, will ich gar nicht beurteilen. Och Mann, na gut, geh ich dahin. Oh, ey! Okay, es geht nicht weiter, das Spiel ist verbuggt. Tschüss. Okay. Das ist übrigens nicht echt. Na gut, dann lauf nicht mal in die Spannung, Schatz. Nanu? Simon, gegen Sturmkarten soll uns sein! Oho, nein, nein, ganz vergnüglich. Vergnüglich verhält er sich nicht. Die Sperre ist nichts weiter als schlichte Gaukelwerk. Die Bauer haben nicht mit der Gefahren gesetzten den Tollkühnern und Leugnern gerechnet. Die Illusion ist enttarnt. Also fort mit ihr. Ja, ich bin am ersten Mal aus Versehen reingelaufen, beziehungsweise weil ich einfach so aus Prinzip immer in irgendwo reinlaufe, also in alle Sperren. Und einer hat sich beschwert, dass das ein Bug wäre, glaube ich mal, habe ich mal irgendwo gelesen. Ich erhalte 50 Erfahrungspunkte. Haha, gehe ich nachher einen trinken drauf. Kann ich mir jetzt echt verkaufen. Ich laufe gerne in so elektrische Sperren rein, ich mag das einfach. So, machen wir dazu. Das sind ja ordentliche Leute, ne? Der Deutsche ist ordentlich! Und nochmal für mich. Ja, das ist prinzipiell einfach gewesen. Wir hätten unsere Gruppe geteilt und zwei von uns hätten einfach die Bodenplatten beschwert. Janu, also. Oh nein, sein schlauer Reim! Nachhinein! Da wundert sich doch jemand, warum ich so selten was sage. Das scheint meine Fortsetzung sein. Lass uns den ersten Teil lesen. Vom Wiederaufstieg, erster Teil. Unter Sklavenzüchtung beraubt, geschwächt vom zweiten Echsenkrieg, abgeschnitten von unseren einzigen Erwerbungen, starten wir uns um den Orden der Bürger, das bewundernswerte Tücke und Verschlagenheit überhaupt unser Überleben gesichert hatte. Erstmals unterwarfen sich alle Orden einem gemeinsamen Herrn. Arctanz wurde zum ersten großen Bürger und Gründer der ruhmreichen Dynastie. Er hieß uns, neue Sklaven zu schaffen, treue, gehorsame Glieder, unseren Willen zu vollstrecken. Wir schmiedeten sie aus hartem Eisen, seelten sie mit der Kraft der Kohle und gaben ihnen die Gestalt unserer verlorenen Züchtung. Das Haus der Bürger verpflichtete uns, unser altes Reich strahlend aus seinen Trümmern wieder zu errichten. Nach nur einer Phase und 23 Umläufe schreibe ich mir am besten gleich mal auf. 1, 23, langt wir die Herrschaft über die Venus wieder. Ihr Rohstoffreichtum eröffnet uns erneut die großartigsten Möglichkeiten. Doch die exzentrische Natur ihrer Bewohner hielt uns Misstrauen wach. Ende der ersten Teils der Aufzeichnung von Larm Takel Sinnesweber der Stillenbunde. Damit ist es nachgebildet. Ich hatte mich immer schon gewundert, warum mir Form so vertraut wirkte. Statt nicht einfach nur mit Modelltäuschen. Die menschliche Form, der mechanische Diener, erinnert die Maße immer auch an den Anspruch auf ihr altes Eigentum. Ja, vor zweiter Teil. Mars hatten wir wieder fast in unseren Armen gepackt. Venus saugte wir die erquickendsten Köstlichkeiten aus den Adern. Die Herrschaft des Bürgers führte uns auf den Weg der Macht zurück. Da murrten und zischten die minderen Orden und verlangten, das alte Gleichgewicht solle wiederhergestellt werden. Die Bürger sollten ihre Alleinherrschaft wieder an den Rat der Orden übertragen. Doch der große Bürger erwies sich als überlegener Umgarner. Noch war die blaue Kugel nicht zurückgewonnen. Für diesen Feldzug, so warb er, hieß es noch einmal, alle Kraft in seinen Armbündel zu vereinen. Die Orden fügten sich und rüsteten. Bevor wir den Angriff auf die blaue Kugel nahmen, hieß uns der Bürger, ein für alle Male verräterische Gefahren zum Rücken zu bannen, die letzten der alten Echsensklaven. Der große Bürger führte persönlich den Vernichtungszug gegen die Geschuppten und kreischend, fauchend vergingen sie. In der letzten verzweifelten Tat warfen sie unsere Rastversorgung und brachten sie zum Erliegen. Jetzt habe ich irgendwas überlesen.
Aber Würger duldete keinen Alarm unserer Rüstung. Die Reparaturen hätte unsere Kräfte verzettelt. Und dafür, so sprachlose Würger, bräuchten wir noch diese Kanäle. Wenn wir doch bald den Wasserplaneten wieder beherrschen. Bro. Ja, okay. Richtet und bewahrt den fünften Umlauf der vierten. Ich kann bis 4 zählen. 4, 11 kommt ja vor 4, ne? 11. Phase, blablabla. Deshalb also passt auch das Bewässerungssystem zusammen. Das erklärt auch die zahlreichen Reptilienknochen an den trockenen Kanälen. Auch wenn nichts wieder neu errichtet wurde, kann es doch nur beenden. Na? Lassen Sie nicht ausreden. Lassen Sie doch ausreden, Schatz. Nein, nein, die dramatische Pause kommt mir ganz gelegen. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich wollte uns gerade erklären, es könnte bedeuten, dass Sie den Tag der Umsiedlung planen. Ach, jetzt hast du die Auflösung verraten, du Plappermaul. Pardon. Wo wollen die denn hinsiedeln? Verstehe ich nicht. Ich habe den Mittelteil nicht verstanden. Die Verwaltung hat gefunden, doch wie verlief der Wiederausstieg? 1, 2, 3. Sind ein Wahrer des Wissens. Okay. Das ist ein mächtiges Gerät. Anna, Teufel! Das sind Unziemlichkeiten, die du von dir gibst! Mistding, such! Ja, dann nimm doch die Leiter. Jetzt habe ich. Wie komme ich denn da jetzt wieder runter? Gar nicht, wie es aussieht. Ja, schön. Jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht, glaube ich. 1, 2, 3. Lass mich jetzt vorbei. Gründer steigt empor, der Nachfolger war das Gleichgewicht dem End. Ach, da hinten ist ein Schalter, dem End steht Sturz bevor. Kennst du die Reihenfolge? Empor war das Gleichgewicht. Wow, oh, es ist sau kompliziert. Aber schön, dass man sich da einsperren kann, finde ich super. Was für kräftige Stöße, dieses mächtige Gerät doch voll für. Wach, wach, Teufchen! Wir haben bestimmt eine Zeit für einen Damen! Wie? Meine noch? Oh je, blaue Puder oder ja, wir gehen einfach mal weiter und lassen das so unkommentiert stehen. Gott, ist der Kerl hässlich. Aber hauptsächlich eine Sonnenbrille auf, ne? Schlingbund des Sinnesweber stieb es auf, eine Phase mir und richtig gen Mondlauf. So. Halt. Den Einwahrer des Wissens. Scheußlich, war es einfach die taglische Musik? Ich über den Kerl muss ein Wesen nur fügen, um der Zwift dieser Haut zu bringen. Ich nehme was für das Ding mit. Nimm das Balsamöl. Dass man alles abgegrast habt, ist für die nächste Generation nichts mehr zu holen. Oh Gott, welche Reihenfolge ist das? Ja. Nein, definitiv nicht. Also es fängt erst ganz tief an. Also Moment. So. Gott, ist das grauenhaft. Ja. Was hast du gerade gemacht, mein kleiner Musikus? Ui, willst du mal meinen kleinen Musikus sehen? Ja. Anderes Thema, ganz schnell weg hier. Dieser Ort hat einen sehr negativen Effekt auf mich. Gehen wir noch nicht erst darauf. Nimm's Badekur. Was ist hier unten noch? Strom. Stellen. Was steht hier so? Kommst nicht vorbei. Das werden wir noch sehen, garstige Klasse. Kommst du denn rein? Hast du das auch gerade? Klar und deutlich! Frag mich nur, woher das kam! Die Mauer platt! Sapp, hallo, wann ist es gefolgt? Wir sind Buschen, schon fertig! Noch wie auch mit denen. Was alles?
Weil das Sportsmann eine Herausforderung zu unterschätzen! Teufel auch eigentlich, eine Falle. Was für alles ist das? Fetter Kloß. Komm auf uns zu. Mhm. Die müssen wir jetzt alle besiegen, aber das ist ja kein schwer, hat man ja gesehen. Ja, doch. Hat viel Schönes. Sian, die andere hat so recht. Ich bin beeindruckt von eurer Leistung, Menschlinge. Menschlinge? Sagen wir euch ganz andere. Habt ihr die Tellurium von ihrer Schleichen erwähnt? Die meisten uns hat ja auch nicht mehr als Sklavenzucht gemacht, um zu gehorchen. Zeit sind vorbei. Sind Schlange, ich bin die Herren des Rat. Ah, wie ich höre, habt ihr sogar die Platten entzünden können. Beeindruckend. Wer Augen hat, sieht eure Entwicklung. Kinder habt es weit gebracht. Alles ist Eilung geworden! Meint doch! Wir befinden uns immer noch im Krieg! Ich verkann die Leute an. Das Spiel liegt etwas anderes in der Luft als Feindseligkeit. Gerade für die naheliegende Frage. Wer sind sie? Ich bin Klapptra. Von Klappstuhl oder so. Ewige Hochmeisterin des stolzen Ordens der Umfänger. Was willst du? Kriegen wir beide einen Offiziell? Meine Familie gehört dem Rat der Orden an. Lange bevor eine Zucht auch nur ein Gedanke war. Der Orden der Umfänger stürzt Zeit an Seite mit Heptomech im ersten Ex-Krieg. Meine Majestät reicht in Zeiten zurück, von denen du keine Vorstellung hast, Menschling. Mein guter Schatz, deine Unbekanntsfilm schlägt aber auch alles. So scheint mir, verehrte Hochmeisterin, Blütezeit 2 zu sein. Sei die Bürger die alleinige. Zu lang, schon viel zu lang. Die Bürger scheinen zu meinen, sie sind auch zur Herrschaft über die anderen Orden berufen. Ha! Sie sind zum Buggeln geboren, sondern zum Gebieten. Von der Herrschaft des großen Bürgers war es in Rebellen ein trauriges Lied zu singen, Hochmeisterin. Und es wird noch trauriger werden, wenn man ihn mit seinem Werk fortfahren lässt. Einen Moment, bieten Sie uns etwa Ihre Hilfe an? Ja, es war jetzt schon gekommen. Was soll Ihrer Meinung nach zu Quellen stark genug sein, um sein Misstrauen zu zerstreuen? Hört, er baut einen Gedankenapparat, mächtiger als alle bisher dagewesenen. Ja. Ist die Maschine erst bereit? Ist jemand, jeder von euch seiner Kontrolle unterworfen? Soll hier als auch von anderen Kugeln? Mächtiger, dann hat er also richtig vermutet. Wird er den Apparat nur gegen euch einsetzen? Aha, da wird der Wind her, so. Ja, also. Ja. Die Herrschaft der Bürger war nie unumstritten. Und seine war es keinesfalls. Ja, wieso ist umstritten, ja klar. Große Bürger hatte nie das durchtriebene Format seines Ahnherrn, des großen Architans. Der Gründer der Bürgerherrschaft, ein Meister der Ränke war, sein Nachfahren nur auf plumpe Macht, nackte Gewalt, sondern schrecklich unbeholfenes Mittel. Was hat es ihm eingebracht? Vernichtungszug gegen Reste Echsen zerstörte die Wasserversorgung unserer angestammten Heimat. Einige Hochmeister der anderen Orten mutmaßten, der große Bürger selbst habe die Äxte auf die Kanäle gelenkt, um so die Katastrophe nur umso enger an ihn zu binden. Das wäre einfach zu stilvoll für ihn. Nein, er hat es schlicht verpatzt. Genauso wie der Krieg! Am ersten Angriffswelle von uns abgewehrt! Das war sein größter Fehler. Sein, das würde schon groß geschrieben. Fähiger Kampfkopf hätte doch nur eure ständige Zwiste gegeneinander auszuspielen müssen. Das liegt ihm zu wenig. Stattdessen hat er euch nur echt enger zusammengeschweißt. Und er weiß, wie wir ihm misstrauen. Gerade deshalb beargwöhnen wir seine Arbeit am Gedankenapparat. Und nicht gleich so. Das weißt du, Menschling. Schon klar, warum haben sie sich gleich empfangen? Warum hast du diesen Kurs voller Kämpfe und Rätsel absolvieren lassen? Ach Kind, ich muss es sicher gehen, ob ihr die Richtigen seid. Da ihr es bisher geschafft habt, habt ihr auch die Antwort gegeben. Und glaubt nicht, ihr werdet ohne Hilfe gewesen. Meint ihr etwa, ihr werdet ihm entgangen? Richtig mit meinem Schirm. Sonnenschirmchen. Was seinen Geist getan hätte. Hattet ihr angenommen, auch sei euch sei die Landung in unserer Stadt etwa allein aus eigener Kraft geglückt. Ich habe seit eurer Ankunft im Verborgenen für euch gewirkt. Einfach hättet ihr keinen Detail geschlagen, mindestens das Reich so lebt. Gleich zum Kern. Gut, genug geredet. Wir haben ein gemeinsames Interesse. Der größte Lüge. Der größte Wege muss echt gehalten werden. Kannst du doch nicht glauben, dass sie tatsächlich mit uns in den Kampf ziehen wollen. Oh, was denn? Das siehst du da, Kind. Kämpfen wir natürlich allein. Ihr allein natürlich allein. Natürlich. Sie halten dich immer noch eine Hintertür offen, falls ihr scheitern. Ich rede gerade so komisch.
dieses Hals kann gar nicht groß genug geschrieben werden. Ihr seid stark, sehr stark sogar. Es wäre töricht, ihn zu unterschätzen. Er ist scheiße. Nehmt diese Gabe, sie mag euch helfen, seinen schlimmsten Gedankensattacken zu widerstehen. Dies Labsal, das sie mir schickt, den Lebensgeist nur erquickt. Du bist sonderbar. Pardon? Da ruht etwas in dir, das große Kraft verheißt. Das kann es auch. Hüte dich vor dem großen Bürger, du ganz besonders. Gumballert! Drauf jetzt! Recht gesprochen, lieber Freund. Die Zeit drängt nach wie vor, also gehen wir ans Werk. Und vor der Macht des Bürgers in Acht. Was schätzt ihr ihn? Ist das euer Tod? Und solchermaßen haltet, fällt der Weg doch gleich viel leichter. Geht, ich öffne euch den Weg. Mit meinem unsichtbaren Schalter. Seid froh, dass die Hochmeister euch stützt. Nicht allerdings so nachsichtig über euch. Upsala, der große Bürger muss aufgehalten werden. Undenkbar, dass er uns so etwas macht wie euch. Wenn wir gerade in Umfängerwache gestanden, werdet ihr nicht so einfach wie sie erklang. Ich bin hier nochmal voll gehalten worden. Sehr gut, sehr schön. Glaubt ja nicht, dass ihr alle über euch Viecher so aufgeräumt denken wie Hochmeisterin. Ihr habt viele von uns getötet, glaub ich, ich vergesse das. Der ist aber besiegt, wird der Orden der Bürger wieder seinen alten Platz einnehmen. Also gleicher untergleichen. Vielleicht auch etwas weniger. Was wird denn zwischen ihnen und uns? Damit haben sie Verbündete auf Zeit. Das ist weitaus mehr, als sie hier hoffen durfte. Ja, und ich will noch mal, wollte nochmal schauen, ob der hier auch irgendwie irgendwas anderes sagt, wenn man keinen tötet. Dauert einen Moment. Gleich wieder da, ne?